So, meine Damen und Herren, ja, willkommen zum Schlag die Fink. Na ja, verstehe ich. Ja. So, wieder und mal zwar. Dann mal los. Ja, dann mal los, würde ich sagen, Herr Gätchen, ja. Und aus Ihrer Kommentatorenkabine heute nicht Frank Buschmann, ja, sondern Stefan Fink höchstpersönlich. Ein Spieler wird heute. Namen sind Schall und Rauch, aber wie wollen Sie trotzdem? Ja, weil. Eisbär! Es ist Eisbär! Da war Eisbär! Geh mal auf eh wieder, Amigo hier! Was soll das? Was bist du am Suchen, ey? Flauschi! Okay, anscheinend bin ich selber heute der Kandidat hier. Eine ganze Reihe vielversprechender und siegessicherer Kandidaten. Ich bin der Zweite. Wen werden die Zuschauer in den Ring schicken? Ja, ich würde gerne auch männlich sein. Wäre echt. Ja, nimm den Zweiten da, komm. Nein, den Zweiten von links! Bernhard Hohecker rechts, meine Damen und Herren. So. Eine interessante Wahl. Ich bin gespannt. Ja, ich bin auch gespannt, Herr Gätchen. Hallo, ja. Ich bin Steven Gätchen und wir spielen jetzt Schlag den Raab. Die Spannung steigt, meine Damen und Herren. Ja, und da ist Stefan Raab, ja, in HD, ja. Ich kann es gar nicht von der Wirklichkeit Spiel unterscheiden. Eins. Fremdsprachen. Und mal schauen, was Frederik hier so reichen kann, ja. Wir lesen kurz, ihr sollt einen Begriff ins Deutsche übersetzen. Der Begriff wird in verschiedenen Fremdsprachen gesprochen. Bast, um zu antworten, ist die Antwort falsch. Bekommt euer Gegenspieler einen Punkt. Er kann auch verstehen. Er kann auch versuchen, die Frage zu beantworten und sich so einen zweiten Punkt zu sichern. Es gewinnt der Spieler, der zuerst 4 Punkte hat. Los geht's. Probespiele werden wir heute gar nicht machen. Braucht ja keiner. Okay. Ich sag mal, los geht's. Spannung. Linika. Was? Weil sie haben wie Linseneintopf oder was, ey? Beide Kandidaten hochkonzentriert. Was sollen wir machen? Sollen wir schon buzzern? Vielleicht wird es jetzt einfacher. Ach so, das Ruler. Ist es nicht lineal, könnte er schon sein, oder? Mach mal, hier, komm. Lineal, jawohl. Jawohl. Drück drauf. Richtig, ein Punkt. Ach so, er hat gebuzzt. Ach, ärgerlich, ey. Ärgerlich. Bedroom. Ja, drück! Wasser! Ja, und so, und damit hat, hat er Fried den ersten Punkt, ja, meine Damen und Herren. Es ist schier unfassbar einfach. Ziasto. Was mal? Komm. Und jetzt Praline. Das war nein! Nächste, bitte. Das gibt's ja nicht, meine Damen und Herren. Ja. Bitte? Nein! Woher weiß der dann? Woher kann Stefan Raab Polnisch? Was soll das? Ich mal einen neuen Begriff entfernen. Das geht doch nicht. Also, das ist ja wohl einfach jetzt. Bitte. Ja. So, meine Damen und Herren. Spitze. Ein wandelndes Wörterbuch. Wir haben es gerade gehört, ja. Mein Name ist Duden, ja. Meine Damen und Herren. Boah. Wahrscheinlich Dekoration oder irgendwas. Hätte ich mir. Jawohl. Jawohl. So einfach geht das. So einfach. Ist dir gelungen. Jetzt kommt mal was Interessantes. Wie Fred diesen Blick in Stefans Augen bringt. Was ist denn das bitte? Wenn Raab jetzt buzzert, ja? Raab buzzert! Ich fass das nicht! Und Raab holt Punkt 1! Raab holt Punkt 1, ey, ich fass das nicht. Wie macht er das? Stefan, kannst du wirklich so viele Sprachen? Ja, kann er wirklich so viele Sprachen? Sprachen unflätig sein. Nein, was soll das? Woher kann der Estnisch oder was? Wer ist wem, warum, wie voraus? Wer ist wem, warum, wie voraus? Ja, so meine Damen und Herren. Spiel 2. Spiel 2. Kerzen anzünden. Okay. Da ihr solltet mit einem einzigen Zündholz so viele Kerzen wie möglich anzünden, dafür habt ihr eine Minute Zeit. Bewegt euch nicht zu schnell, sonst geht das Zündholz aus. Wer die meisten Kerzen anzündet oder alle in einer kürzesten Zeit anzündet, hat gewonnen. Bei einem Unentschieden entscheidet der Zeitfaktor. So, meine Damen und Herren, es geht tatsächlich los. Probespiele gibt's nicht. Dies ist ein gefährliches und für manche vielleicht sogar ein verstörendes Spiel. Ihr spielt abwechselnd. Ihr sollt mit einem einzigen Zündholz so viele Kerzen wie möglich anzünden. Dafür habt ihr eine Minute Zeit. Bewegt euch nicht zu schnell, sonst geht das Zündholz aus. Wer die meisten Kerzen anzündet oder alle in der kürzesten Zeit anzündet, hat gewonnen. Raab, der alte Grinsemann. Okay. Wir wissen nicht, wie es geht, aber Hauptsache, wir machen mal. Das wird bestimmt voll einfach. Über die Kerze halten.
über, wahrscheinlich drüber. So, so, ja, ja. Stefan hat immer noch keinen Punkt. Was ist da? Ja. Oh, meine Damen und Herren. Komm, komm, komm. Nein. Kriegt das hin tatsächlich? Tatsächlich, Frederik, super. Super, ja. Fred hat hier die Chance. Stefan immer noch mit null Punkten. Was ist da denn los, meine Damen und Herren, ja? Zack, zack. Diese Ruhe, die er ausstrahlt. Ja, das ist Wahnsinn, wie er das hier macht. Super, die Kerze brennt. Die Kerze brennt und der Rad brennt auch, ja. Also seine Finger sind inzwischen abgefackelt. Meine Damen und Herren. Das war eng. Fred, weiter so. Rechts, links, rechts. Oh, diese Ruhe, das ist unfassbar. Ja, Raab, warum hat Raab immer noch 0 Punkte eigentlich? Was ist da denn los, meine Damen und Herren, ja? Ich fass es nicht, ja, unfassbar. Ach nee, wir spielen abwechselnd, stimmt. Ich frage mich, warum Stefan keine Punkte hat. Dann starten wir mal die nächste Runde. Ja, peinlich, so. Stefan, na dann mach mal. Raab, der alte Grinsemann, ey. Und Raab bewegt sich nicht. Oh, mit einer Ruhe. Die Zähne fallen ihm fast aus dem Gesicht, ey. Das Mundgeklöppelte liegt ihm überall am Boden überall. Aber Kerze 2 steht. Und Herr Gethin richtet seine Krawatte total wichtig gerade. Warum feuert das Publikum eigentlich Raab an? Was ist da denn los, ja? Der Unsympath von Köln. Von Köln, ja, total schlau. Und ich glaube, diese Runde wird er für sich entscheiden. Das sieht sehr danach aus. Es sei denn, ihm geht irgendwie das Zündholz aus oder er schmeißt das Brett irgendwie um. Durch die Siegerfaust, man weiß es nicht. Oh, mit einer Gelassenheit. Ja, da merkt er, dass mal professionelle Ballerina-Tänzerin war damals. Yes! Yes! Und Fred! 1-0! 1-0 für die Welt. Hattest du eine bestimmte Strategie? Nö, ich also hab nur bis zur nächsten Kerze gedacht. Ja, er hat nur bis zur nächsten Kerze gedacht. Ja, man muss ihn mal voll für den Moment leben, ja? Meine Was Damen und Herren. Sagt uns die Statistik? Und Raab tatsächlich hinten, es ist unfassbar. Das Spiel fast entschieden schon. Wo liegt was, meine Damen und Herren? Ja, so! Es werden bestimmte Orte gesucht, markiert auf einer Europakarte mit einem... Was soll das? Beginnen wir einfach, sonst wird es ja langweilig. Ja, okay. Der gälische Name dieser Stadt lautet Dunedin. Okay, die Frage ist, wo liegt praktisch Dundee, meine Damen und Herren? Ja, war nicht Irland irgendwo? Ja, Gaelic stand, das ist bestimmt so, Irland. Geh mal auf irgendwas wie Irland. Boah, ey. Ich sag dir, mein Freund. Fred blamiert sich hier gerade total. Fein justieren. Nein, brauchen wir nicht. Wo setzt Raab seine Nadel hin? Ich hätte es ja gewusst. Edinburgh, Großbritannien. Ja. Gut gemacht, Stefan. Und damit wäre ich, ja, wir machen Stefan Fink näher dran gewesen, aber ich darf ja nicht. Welche Stadt hat einen Stadtteil namens Snippets? Snippets! Eddie Snippets! Boah, ist bestimmt Erkenschwick Nippes oder was? Geh mal mitten in Deutschland. Mitteldeutschland. Westdeutschland. Ja, perfekt, das ist absolut richtig. Ja, das passt so. Man sollte es nicht glauben, aber... Köln. Nein! Der Herr Raab hat näher gepiekst. Es war fast Örkenspiel, meine Damen und Herren. Da würde ich mich schwer tun. Aber gut. Wo soll man wissen, dass Köln hier Dings ist? Wo wurden 1936 die Olympischen Winterspiele ausgetragen? Das ist die Frage, meine Damen und Herren. Olympischen Winterspiele bestimmt in Schweden oder so. Irgendwas da oben. Einfach mal irgendwo in diesen Zipfel da oben rein. Wenn Raab jetzt Italien sagt, ja? Jetzt sag ich euch mal, was stimmt. Österreich, sagt er. Garmisch-Partenkirchen, oh. Deutschland. Und Stefan, ärgerlich. Nadel näher am Zielplatz. Aber 1800 Kilometer, ja, da kann man keinen Vorwurf machen. Welche Stadt hat mit Bonn einen gemeinsamen Flughafen? Berlin. Wahrscheinlich Köln. Was weiß denn ich? Köln-Bonner Flughafen oder was? Du willst jetzt Köln drücken, oder? Okay. Bisschen runter noch. Ja, setz mal und dann kannst du feinjustieren noch. Bisschen nach links noch. Unten.
probier mal. Die Frage kann Stefan nicht für das sich gedacht? Entscheiden. Hört mal. Yes! 110 Kilometer, meine Damen und Herren. Was wollte ich? Ach ja. Auf der Brücke welcher französischen Stadt wird einem Lied nach immer getanzt? Okay, wo ist das? Ich würde Avignon in Nordfrankreich einschätzen, meine Damen und Herren, ja. Aber die Kandidaten können mich zum Glück gerade nicht hören im Studio, dass ich sie nicht verunsichern kann, ja. Das ist mein Vorteil gerade. Also Raab hat hier natürlich diese drei Matchbälle, wovon er schon einen verspielt hat. Und ob es richtig und ist tatsächlich oder nicht, sagt euch gleich. Hat ich. Also. Raab gewonnen leider, das war's. Schön gestochen, Herr Raab. Sie sind Nordfrankreich, ich hatte recht. Stefan. Aber Raab hat die Karte umgedreht und so, man weiß es nicht. Muss auch nicht alles gewinnen an der Stelle. Wer liegt vorne, wer hinten? Aufgepasst. Okay. Spiel 4. Hart umkämpft bisher, muss es so sagen, dürfen wir so hart. Knöpfchen. Knöpfchen kann ich, ja, da bin ich auch gut drin. Ihr sollt Knöpfchen durch Knöpfchen drücken, den Zähler einer Zählmaschine hochtreiben. Der Spieler, der nach einer Minute die höchste Zahl erreicht, gewinnt. Jawohl. Nun werden wir uns mit Zählmaschinen beschäftigen. Okay. Ihr sollt durch Knöpfchen drücken, den Zähler einer Zählmaschine hochtreiben. Der Spieler, der nach einer Minute die höchste Zahl erreicht hat, gewinnt. Er geht hin, ich hätte nur eine Frage, ja? Darf ich bitte noch eine Frage? Seid ihr beide bereit? Nein, ich... Na, geht's los. Ich will dann, was soll das? Okay, komm. Wahrscheinlich auf Maustaste oder so. Y, okay, Raab, der stinkt ja so ab. Raab kann einpacken, meine Damen und Herren. Raab kann einpacken. Wie langsam der ist. Die Frage, hat er die Ausdauer? Ja, er anstrengt sich Fred hier gerade zu sehr. Ah, das Klicken, meine Damen und Herren, da ist der Angstschweiß. Wir sehen Fred mit einer unglaublichen Konzentration in seinem Gesicht. Er starrt ins Nichts. Er weiß genau, diese 3,5 Millionen Euro heute Abend können sein Leben verschönern. Ich bade mich gerade in der Wärme eurer Schmerzen. In der Wärme unserer Schmerzen? Was ist das denn für ein Masochist, meine Damen und Herren, ja? Du müsst einfach in den letzten 5 Sekunden nichts machen, ja? Einfach nur, damit Raab sich einfach komplett blamiert, ey. Das wäre ein sensationell, meine Damen und Herren, ja? Wir sehen Raab. Schneller. Raab, der kann nicht mehr. Der ist am Pumpen, meine Damen und Herren. 6, 5, 4, mit 300, Fred, hol 4 Punkte. Fred, hol 4 Punkte, ich fass das nicht. Und Raabs Handgelenk ist kaputt. Spannend bis zum bitteren Ende. Für mich war das Ende gar nicht bitter. Für ihn war das Ende gar nicht bitter, richtig. 5 Sekunden entspannt einfach mal, ja. Meine Damen und Herren. Na, dann sehen wir uns mal das Zwischenresultat an. Okay. Man sieht, der Raab sehr verunsichert. Er weiß ganz genau, was ihn heute Abend erwartet. So ein unglaublicher Gegner. Federbilder. Das wird richtig knapp, meine Damen und Herren. 2 Bilder werden gezeigt, auf dem Rechenbild hat man sich einen Fehler eingeschlichen. Ich glaube, ich muss nicht groß erklären, wie das Spiel funktioniert. Nochmal. Dürfen wir einmal probebuzzern, bitte? Ich will ein Probe. Ich weiß nicht, wie es geht. Wie funktioniert das? Okay. Die Spannung unermesslich, meine Damen und Herren. Und? Hat er es richtig? Richtig. Das ist tatsächlich, Fred. Das wird euch gefallen. Unglaublichen Argus auch. Ich muss sagen, es bringt gar nichts, wenn ich mitsuche. Ich kann ja sowieso nicht buzzern. Ich kann nicht sagen, guck mal da, wie genau der Fehler ist. Bravo, du hast den Fehler gefunden. Aber wie man auch vor, ich glaube, Achtung, letzte Woche gesehen hat, Raab in Fehlerbildern eine ganz, ganz schwache Leistung abgeliefert. Zu 0 verloren, hoffentlich wiederholt sich das heute hier. Ich gehe mal sehr stark davon aus. Sie an den Bildschirm zu Hause können natürlich mit Fiebern raten und sich denken, warum sieht er das nicht? Das ist doch so offensichtlich, ja? Ich sehe es nicht an dieser Stelle, meine Damen und Herren. Aber Stefan buzzert und tatsächlich, Stefan hat den Punkt. Ich fasse das nicht. Wer wird die nächste Runde gewinnen? Raab, ein alter Fuchs, auch wenn es nicht seine Spiele sind, er ist immer voll und ganz da. Aber Fred, super, 3-1. 3-1, Bombe. Neue Runde. Ja, Niggles TV, er tut nur so, ja, meine Damen und Herren. So, als ob. Verstehen Sie? So, meine Damen und Herren. Ich muss zugeben, ich bin in solchen Spielen wirklich absolut schlecht. Also, ich kann es gar nicht.
Und man merkt es auch gerade, ich suche mir hier gerade einen Wolf, während er wieder eiskalt, ich meine, er sieht das. Er sieht das, da taucht es irgendwie rechts ein bisschen eingestürzt ist oder so. Ja, aber... So, pass gut auf. Wahnsinn. Zack, und da fehlt das Mittelstück. Und da hat er es gesehen und hat er es gesehen und es steht 5:1. Das ist anders. Okay, diese 5 Punkte hat Fried im Sack. Wo man natürlich sagen muss, diese unteren Punkte sind natürlich absolut nicht entscheidend. Sondern die Big Points, wer die Big Points landet am Ende, oh, schön gesehen, Wahnsinn. Ja. Was ist das? So macht er das. Dein Sieg ist das. Die Siegerfaust, meine Damen und Herren. Nicht so schlecht. Die Zuschauer rasten gerade komplett aus und hören Punkt auf zu klatschen, ja? Punkt hören sie auf. Als ob sie nicht abgesprochen werden. Was sagt der Zwischenstand? Wow. Spiel 6. Also, wenn Fred heute gewinnt, hat einen würdigen Gegner dieses Duell gefunden. Kartenduell. Ja, ich erinnere mich, ja, ich kenne mich doch total aus. Ihr habt jeder 11 Spielkarten nummeriert von 1 bis 11. Nun legt jeder von euch eine Karte verdeckt ab. Wer die höhere Karte hingelegt hat, bekommt einen Punkt. Es gibt der Spieler, der die meisten Punkte hat wahrscheinlich. Okay. Jetzt fangen wir an. Achtung. Okay, das wird jetzt natürlich ein Psychospiel. Ich nehme mal an, Stefan fängt mit der 2 an. Das heißt, die 3 würde reichen für uns. Wir gehen mal ganz locker ran. Und alle schauen ganz gespannt, ja. Und geht hier. Aber er hat gewusst, dass Stefan hier den Lowpoint landen will. Und jetzt können wir eigentlich selber mit der 2 oder der 4 aufwarten. 2 oder 4, 2. Und ich tippe mal drauf, er geht 5 oder 6. Es sei denn, er bringt selber die 2, dann... Das sieht so behämmert aus. Die 9, jawohl. Schön, also schön die Punkte abgeluchst. Gut, sagt er, ja. Zitat Ende. Weitermachen? Egal, ihr müsst. Wollt ihr weitermachen? Egal, ihr müsst. Ich meine, was soll das? Herr Gätchen, ja, unfassbar. Okay. Ich glaube, er hat einen mittleren gelegt. Das heißt, die 6 oder die 7 an der Stelle. Die 7. Wenn er natürlich die 10 gelegt hat oder so, dann ist gut. Und ich feiere das immer noch, ey, wie sie immer hingucken. Yes! Karte mit der 7 gewinnt. Psychologie! Damit hätte ich nicht gerechnet. So. Wir haben ja noch unsere 1. Die Frage ist, wann wir die loswerden. Sollen wir es jetzt probieren? Okay, leg die 1. Oh, Stefan, ja? Der Punkt gehört uns sicher, ja? Schön verunsichert noch. Schön verunsichert, aber... Aber, okay. Mann, Stefan, die Runde hast du gewonnen. Verkraftbarer, Siegerpodest. Seid ihr noch konzentriert? Klar, er sieht sich auf dem Siegerpodest, ja gut, klar. Dann weiter. Okay. Das ist blöd, wenn er das gerade spielt und dann das Headset nicht aufhört, weil die Musik ziemlich Atmosphäre macht, natürlich. Okay. 9. Ja. Weil die Big Points immer schön fürs Ende aufheben, das ist natürlich wichtig. Unglaublich, okay. Wie man derart Konzentration beibehalten kann. Das hat nichts mit Konzentration zu tun, Herr Gätchen. Interessant. Das ist einfach Karting, Schmeißen und fertig, ey. Okay, jetzt hätte ich mir merken müssen, was er noch für Karten hat. Wir müssen auf jeden Fall mittel rangehen. Warte mal. Welcher dann weg? Hat er die 7 schon weggetan? Weiß nicht mehr. Dann würde ich nämlich jetzt die 6 reintun. Genau, seine 6 ist auf jeden Fall weg, also unentschieden geht nicht. Entweder wird er überpunktet gnadenlos oder er bleibt runter. Genau. Leider verliert die 6. Na, ihr werdet ins Schwitzen kommen. So. Jetzt müssen wir noch einen Punkt mit einer kleinen Karte machen. 4. Wenn der Punkt uns gehört, dann haben wir es. Yes! Wir haben jetzt schon gewonnen. Weil jetzt und kommt auf jeden Fall die Spiel geht weiter. Die. Nee, Moment mal. Nee, warte. Ah, okay. 10. Ein wahres Psychoduell, meine Damen und Herren. Raab, der lässt sich das Grinsen nicht aus seinem Gesicht raus operieren, ja? Das ist Wahnsinn. Wenn wir den Punkt machen. Die 10 gewinnt und macht den Punkt. Die 11 sollten wir trotzdem nicht bringen. Also angenommen, wir bringen die 11, ja? Und er bringt die 11 auch. Dann hat er noch bestimmt noch irgendwas Hohes. Deswegen mal die 5. Ich habe mir wirklich leider... Ich habe mir nicht gemerkt, was er noch für Karten hat.
Dann bestimmt in so eine popelige 3 oder so. Ein klarer Rundensieg. Damit gehört Klosbrühe. Klar wie Klosbrühe, ja, meine Damen und Herren. Aber Fred hat damit gewonnen, ja. Dieser psychologisch wichtige Sieg. Ja, genau, machen wir mal die 8, um Stefan ein bisschen zu ärgern. Ja, meine Damen und Herren, ja. Also als Stefan würde mich das ärgern, wenn der Gegner noch die 11 übrig hat am Ende und ich hätte trotzdem verloren. Aber nein! Ja! 6 Punkte! Der Stuhl kippt um! Super. Der Stuhl kippt um, ey! Wir sind der beste Kartenleger, ich fass das nicht, ey. Ich muss ganz ehrlich sagen, solche Spiele, die finde ich richtig geil. Auf das Zwischenresultat. Also da kannst du mich mit haben und nicht mit jagen. Spiel 7. Wer weiß mehr, okay? Da, eine Frage, ja, ich lese es trotzdem mal kurz vor, für welche, die es noch nicht kennen. Eine Frage mit 15 Antworten wird angezeigt, 5 Antworten sind falsch. Du musst dir abwechselnd die eine richtige Antwort auswählen. Wer 4-mal falsch liegt, scheidet aus, der andere gewinnt. Jetzt wird sich der wahre... So, ich muss sagen, dieses Spiel auch, Achtung, jetzt geht's los. Welcher dieser Comics wird ist von ganz Marvel gut verlegt? Ja, also das könnte was werden, aber Raab, stark bei sowas, stark, muss man auch sagen. Iron Man, ja. Das wollte ich hören. Es geht natürlich darum, wer jetzt 4-mal falsch antwortet. Diese Antwort war gut und richtig. Okay. Ich überlege gerade. Spider-Man? Nee, war der eigentlich nicht. Bane, ist Bane ein Comic? Nee, Bane ist glaube ich nicht mal ein Comic. Ja, Bane ist jetzt über Spider-Man, richtig. Mach mal Blade. Na, es geht doch! Das ist so blöd, weil du kannst dich bei dem Spiel so blamieren, weil einfach jeder Zuschauer, wie ich gerade hier am Abkacken bist. Ja, immer. Wie in der Schule, leider ungenügend. Spider-Man wäre es doch tatsächlich gewesen. Und na gut. Munter weiter. Aua, das hätte du weh. Bei welchem Kunstwerk handelt okay es sich um Andy Warhol. Ein Andy Warhol Peace Painting, ja? Meine Damen und Herren. In Schwarze getroffen. Ich muss sagen, ich kenne mich da genauso wenig aus wie der Spieler hier tatsächlich wahrscheinlich. Bestimmt, ja, kann sein. Stimmt. So. Und tatsächlich, ja. Andy Warhol. Danke, Andy, ja. Das schön, dass du sowas gemacht hast. Bildflasche im Raum. Ich weiß, das passt so, das passt zu ihm. Komm, tu's. Falsch. Vielleicht solltest du einfach eine Antwort sagen und ich stelle die passende Frage dazu. Oh, Gätchen, jetzt wieder beweglich, ey, die alte Sau. Welche der folgenden Städte liegt in Kalifornien? Jetzt nicht mehr fragen, wo ich auch was wischen könnte. Okay, das ist natürlich das Gas kam ja wie aus der Pistole geschossen. Richtig. Und Stefan, hat er Ahnung von Kalifornien? Eine tatsächlich präzise und richtige tatsächlich Antwort. Okay. Richtig. Los Angeles natürlich auch komplett richtig. Geraten oder gewusst, es stimmt. Portland nicht, okay. Boston auch nicht. Fred tippt anscheinend Santa Barbara, so wie es aussieht. Fred, oh, das ist richtig. Richtige Antwort. Schön gemacht. Aber Raab, der lässt sich ja heute gar nichts anmerken, ja? Stimmt. Wahnsinn. Las Vegas? Wo liegt Las Vegas? Das ist die Frage, meine Damen und Herren. Ich glaube tatsächlich, Las Vegas liegt in Kalifornien. Ich habe schon zweimal falsch gelegen, also mir würde ich selber nicht vertrauen. Das war richtig. Oh, schön. So, noch 3 richtige Antworten sind dabei. Und Raab! Wenn ich betrunken wäre, würde ich diese Antwort nicht gelten. Aber San Francisco, Long Beach, wir Pasadena. Machen okay fröhlich weiter. Welches dieser Völker gehört zu den nordamerikanischen Ureinwohnern? Warum kann man nicht nach Frage... Welche Preise gibt's für Wasserflaschen im Aldi um die Ecke oder was, ey? 19 Cent oder so. Ehrlich mal. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Da kennt sich wer aus. Okay, ich glaube, Irokesen ist falsch. Habe ich so das Gefühl? Jawohl, ja. Apachen? Ich sag jetzt nichts, dass das Irokesen doch richtig ist. Ich sag gar nichts. Komm, mach, was du willst, ist mir echt egal. Fred, super. Ja. Ich könnte auch die Wahrscheinlichkeit sagen, dass Raab jetzt falsch liegt. Weiter so. Okay. Ja, bringt auch nichts, ne? Okay. 50%, dass du jetzt richtig liegst.
Das und ist so falsch hat sich wie gegeben. Hunde in lustigen Kostümen. Es ist da so falsch wie Hunde in lustigen Kostümen, aber meine Damen und Herren. Steven geht in der Sprücheklopper, ey. Ist auf den Galapagos-Inseln beheimatet. Okay, das sollte doch. Mal schauen. Bravo, richtig. Die Galapagos-Reichsratte. Ja. Fred, das ist korrekt. Ich bin ja ein Naturtalent. Ja, natürlich ist Fred ein Naturtalent. Okay, ich glaube, Maisratte ist dann doch nicht so richtig. Boah, ich weiß es nicht. Machen wir die Eule. Die Antwort yes. ist richtig. So macht man das. Ich hoffe, dass nun, Stefan schenkt den Punkt her. Menschenleben hängen. Rotig schreiten wir voran. Die Galapagos-Reisratte, ey, Wahnsinn. Verbirgt sich ein Dessert. Oh, da bin ich dabei. Da sind wir gut drin, ja? So. Oh, den Punkt haben wir in der Tasche. Meine Damen und Herren. Filet Wellington. Ja, sehr gerne auch mal mit Schlagsahne gegessen, Filet Wellington, meine Damen und Herren. Stefan. Und Rahm hat das Filet Wellington gewählt. Was wollte ich? Ach ja. Er war ein berühmter Komponist klassischer Musik. Boah, das können wir, okay. Nein. Okay. Chopin auf jeden Fall. Achso, wir dürfen noch gar nicht. Richtig. Aber, Chopin auf jeden Fall. Absolut richtig. So. Das wollte ich hören. Händel. Ja. Diese Antwort war gut und richtig. Vincent van Gogh. Also wir müssen mal schauen, was falsch ist. Na, es geht aus. Doch. Nietzsche ist falsch. Van Gogh ist falsch. Miles Davis? Boah, weiß ich nicht. Ja, Strauss auf jeden Fall. Korrekt und akzeptabel. Wagner und Schumann auch noch. Tchaikovsky auch noch richtig. Rapp hat es in die Schwarze getroffen. Okay, hat er nicht, das ist ärgerlich. Ja. Fried. Wenn stimmt. er jetzt richtig Weiter rät, so. Also wenn er Tchaikovsky sagt, dann haben wir ein Problem. Weil Stefan, okay, das Tchaikovsky. Lasse ich mal so gelten. Ich glaube, dieses Ding hier ist weg. Unentschieden. So, da bekommt unentschieden. Keinen. Schön haben wir es gemacht. Das wird euch gefallen. Die Spannung wird richtig raus. TV-Serien stammen okay. aus den 80ern. Okay, das kriegen wir hin. Wir dürfen anfangen. So, das A-Team auf jeden Fall. Das kam ja wie aus der Pistole geschossen. Richtig. Wir können mal wieder schauen, was nicht aus den 80ern ist. Das war und so damit! Und damit! Das ist ja Wahnsinn, meine ja, Damen und Herren. Du, jetzt habe ich Herzrhythmusstörung. Jetzt hat er Herzrhythmusstörung, meine Damen und Herren. Boah. Das hätte ich nicht gedacht, ja. Rat so, bombastisch verkackt erstmal. So. Und jetzt tatsächlich Stefan Fink übernimmt hier, ja. Einmal blamieren komplett die Karotschi oder was? So. Hilfe. So. Bäume fällen. Bäume fällen. Oh ja, kann ich. Kann ich nicht. Was soll das werden? Ihr sollt in einer Minute so viele Bäume wie möglich fällen. Bäume fällen. Ein Spiel für raue Gesellen. Ihr sollt in einer Minute so viele Bäume wie möglich fällen. Okay. Zeige deinem Gegner, wie es geht. Na, dann mach mal Kleinholz. Was sollen wir machen? Ja. Okay, im guten Rhythmus. Oh, das ist ja ein totales Kackspiel, ey. Zack. 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 Okay, wir können den Baum auch umknicken. Zack. 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 Umknicken. Fried, das sieht jawohl. Soweit gut aus für dich. Oh, jetzt ist er drin. Jetzt. Fried lässt sich hier gar nicht lumpen, meine Damen und Herren. Na, du reizt die Regeln aus. Oh ja. Ja, natürlich reizt er die Regeln aus. Es geht hier um 3,7 Millionen Euro, Fried, ja? So geht es natürlich auch. Natürlich geht es um Hangetchen. Hast du es denn nicht verstanden, oder was? Drei Schläge da reichen schön. Versucht, drei Schläge reichen super. Eins, zwei. Drei, so. An seiner Stelle wäre ich. Oh, ich glaube, den letzten kriegen wir nicht mehr. Eins, zwei. Können wir noch umknicken? Nein, es reicht tatsächlich nicht. 7 Punkte. Und da fällt er erstmal voll in den Nadelbaum mit dem Gesicht, ey. Stefan, also ran an die Axt. So, jetzt. Und damit, er zu früh gedrückt, ja. Da, oh. Das hätte besser laufen können. Raab braucht viel zu lange für Baum 1. Also das könnte sein Untergang hier gerade sein. Und wieder zu früh, viel zu früh will er den Baum umknicken. Blamabel. Und dieses Stefan, schöne Sproing-Geräusch da, Wahnsinn.
Aber Fred, ich glaube, das lässt sich Rapier ich bin nicht sehr nehmen. Froh, dass du noch alle Gliedmaßen besitzt. War das schneller? Entschuldigung, natürlich. Fred lässt sich das hier nicht mehr nehmen, weil ich natürlich Rapier lässt sich hier nicht nehmen. Quatsch. Rapier holt es nie im Leben auf. Vergiss es. Damit geht auch Spiel 9 an das Wunder von der Weser. Ja, den Hamburger Jungen Fred. Ja, Hamburg liegt an der Weser. Hast nicht gewusst, Robert, ey. Und Raab, nein, was macht er denn? Er darf doch jetzt nicht so früh umknicken. Eine absolute Enttäuschung, was er da alles bringt. 3, 2, 1, 0. Das war's. Fred gewinnt dieses Spiel, Bäume fällen und die Punkte. Und Raab haut die Axt vor Enttäuschung Fried, in der Wiese. Es ist sehr schön, einen Naturliebhaber bei der Arbeit zuzusehen. Ja klar, Naturliebhaber töten Bäume. Geil, ey. Also Raab, muss ich sagen, das hätte besser laufen können, besser laufen müssen, meine Damen und Herren. Ja, so. 32-4, Raab lässt sich hier absolut lumpen. Spiel 9. Sortieren. Wir dürfen ein wenig sortieren. Es geht hierbei um Folgendes. Ihr sollt bestimmte Griffe sortieren, von klein bis groß, von leise bis laut. Sobald ein Griff falsch eingefügt worden ist, bekommt der andere Spieler einen Punkt. Wer zuerst 4 Punkte hat, gewinnt das Spiel. Und ich höre, da kommt Nigels TV und scheint zurück. Vielleicht nicht. Okay, wir warten einfach mal. Boah, also, genau, wir gehen kurz in die Werbepause. Sie können jetzt tatsächlich 27 Autos gewinnen, ja? Wenn Sie die Frage richtig beantworten, wie heißt Stefan Raab mit Vornamen? Ist es A, Günther oder B, Stefan, ja? So, meine Damen und Herren, rufen Sie an die 01747375777772894211,3. Genau, 0,3, meine Damen und Herren, das ist wichtig. Und damit ist Nigels TV zurück. Ja, Bäume fällen eiskalt mit 7:4 an Fred gegangen, ja? Unfassbar. Ja, was war da denn los? Ja, man weiß es nicht. So, sortieren. Klein, groß, lang. Okay. Aufgepasst. Alter, dieses Kabel, die kriegst du auf, ey. Bringt dieses Zitat in die richtige Reihenfolge. Okay. Weiter. Welchen Begriff wählst du? Okay. Das ist korrekt. Was kommt jetzt? Wohin? Willst du kommt wahrscheinlich auf die 1. Ah, du musst mit der Maustaste. Du kannst mit der Maus auswählen, oder nicht? Willst du auf die 1? Na, auf die 1 drücken. Okay. Schwut gepokert. Stefan. So, wie dann könnte das Zitat heißen? Natürlich mal. Willst du eines Menschen... Stefan. Stimmt. Fred, an welches Wort traust du dich jetzt? Ihm muss wahrscheinlich hinter. Ja. Wahrscheinlich willst du eines, eines Menschen Charakter erkennen, gib ihm Stefan, dann Macht. Was oder so. Willst du jetzt? Der Begriff ist yes! falsch platziert. Schwach, Stefan, so, muss ich ganz ehrlich sagen. Auflösung. Und das heißt, willst du den Charakter eines Menschen erkennen, gib ihm Macht? Oh, total behindert, ey. Was sind das für Zitat? Diese Filme von Romy Schneider nach ihrem Jawohl, ey, da bin ich richtig gut drin, ja. Dann such dir mal keine Ahnung, ey. Mach irgendwas einfach auf gut Glück, ey. Mumpti auf die 1, mein Daut. Ja, das passt. Und Raab wird sich jetzt komplett blamieren, ich sehe das schon. Nein, er schafft das nicht, du laberst, ey. Nee. Und damit, ey. Zack, die Faust ist da. Wäre? Ja, natürlich. Ich hab gesagt, Stefan, dann musst du auch auf die 1, ey. Du laberst. Und tatsächlich labert er. Sortiere diese Tiere nach ihrer Lebensdauer. Eintagsfliege auf die 2, Stefan. Eintagsfliege auf die 2. Uiuiuiui. Das Wort. Und Raab, ey. Richtig ist? Ja, wo gehört Wildgans denn dann hin, Herr Gätchen? Dankeschön. Was nee. Gehört wohin? Sortiert diese Münchner Stadtbezirke nach Einwohnerzahl. Ach nee. Okay. Darüber Schwabing West darunter? Ist gegeben. Ramersdorf-Perlach tatsächlich auf die 1. Ich habe keine Ahnung, was ich da laber. Aber wieder mal, gewusst. Ja. Mal schauen, ob Stefan auf den Leim geht. Ja, weil Leime. Verstehen Sie? So, passt, meine Damen und Herren. Ich kann da Begriff, absolut gar nicht mitreden. Also jeder, der gerade aus München ist und das guckt, er ist tut mir sehr leid, leider, aber ich weiß es nicht. Also ich spiele nicht, aber er weiß es auch nicht. Sendling gehört tatsächlich auf die 4. Auf die 4 hat es gehört, na gut. Mach mal, es kann fast nichts schief gehen. Ja, danke. Sortiert diese Hits von Lady Gaga chronologisch. Okay, we got this, Welchen Begriff wählst du? Alejandro,
und Raab, okay, und Raab eiskalt den Punkt nimmt er mit, ja. Fried, was? Boah, gut, dass du dich da auskennst, weil ich hab gar keine Ahnung. Ich hab gar keine Ahnung, ehrlich. Fried, aber es geht richtig, ja. Aber richtig. So, dann mal munter weiter. Raab da natürlich ein absoluter Spezialist auf diesem Gebiet. Diese Sortierung stimmt. Wie man hier schön sieht. An welches Wort traust du dich jetzt? Okay, wo gehört das hin, ist die Frage. Auf jeden Fall vor die drei irgendwo. Das war vor Alejandro, oder? Ja. Eins? Meinst du? Eins oder zwei? Ich würde eins oder zwei sagen. Das aber ist es ist richtig. Richtig. Jetzt natürlich hoffen, was dass Stefan falsch liegt. Okay, setzt es auf die 5 und das ist tatsächlich unfassbar. Richtig. Unfassbar. Wie macht er das? Ein neuer Begriff wartet auf dich. Okay, ich muss sagen, ich bin jetzt komplett blank. Ich bin raus. Ich habe gar keine Ahnung mehr. Ich weiß es nicht. Aber es ist tatsächlich auch falsch. Aber leider nicht ganz. Paparazzi hätte gehört auf die Spannung steigt. Die richtige Antwort ist... Ja, es ist... Die Spannung steigt nicht. Ist mir egal, wo das hingehört. Da, okay, auf die 4 hätte es gehört. Dann such dir mal einen neuen Begriff aus. Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall dein. Sortier diese Brücken nach ihrer Länge. Ich nehme die 100-Meter-Brücke. Und bitte auf die 1. Ein Begriff. 7-Mile-Bridge, okay. Was ist denn kurz davon? Welche Brücke davon? Was, ich kenne ja gar nicht. Also Transrapid-Dings bestimmt länger. Also auf die 1. Auf die 1. Oh. Das gehört doch nicht dahin. Man soll vielleicht lesen, Mensch. Lese. Ach, nee. Okay, das liegt schnell. Stefan profitiert gerade von der unglaublichen Unkonzentration von Fred. Dieses Zitat in die richtige Okay, das können wir. Das haben wir inzwischen gelernt. Suche dir einen Begriff aus. Okay. Jawohl, so okay, muss jetzt man überlegen, das wie könnte das Zitat heißen? Was gehört wohin? Einmal auf die 1. Weiter so, du machst das ganz gut. Stefan, darüber oder darunter? Nein, das ist falsch. Das ist falsch und damit mit 4:3 Fred holt sich das Ding. Die Kunst ist die Kunst ist einfach mehr aufzustehen, als man umgeworfen wird. So, schön, dass ich das Zitat immer weiß, nachdem das Spiel vorbei ist. Geil, ey. Tokoloni Vollidiot, ehrlich mal. Jetzt mal ein kurzer Überblick. Und gleich ist der Matchball da. Stefan, absolut blamabel. Der reicht heute ja gar nichts. 14. Der reicht nicht mal das Druckerpapier heute, was ihm Drucker stecken geblieben ist. Spaghetti. Okay. Oh, ja, da erinnern wir uns. Eine ungekochte Nudel liegt in der Mitte des Tisches. Sobald ein Signal ertönt, solltet ihr sie schnappen. Der Spieler, der den längsten Teil Nudel erwischt hat, bekommt den Punkt. Es gewinnt der Spieler, der zuerst 5 normalerweise spielt man ja nicht mit Essen. Ja, genau das meinte ich. Da hat sich, wurde einer mit dann ein paar Stichen genäht oder so. War das Stefan? Ich glaube, Stefan wurde von einem Kandidaten mit ein paar Stichen genäht. Wenn das Signal aufleuchtet oben rechts. Und Raab viel zu langsam. Spaghetti erwischt. Hurtig schreiten wir vor. Also Stefan, absolut nicht sein Spieler. Er ist als ehemaliger Metzger und hat sogar noch dazu Fleischer gelernt, ja. Ist absolut die Feinmechanik nicht so sein Gebiet, aber natürlich ganz locker. Gut. Was der für Reflexe hat. Wahnsinn. Er kann nach Spiel 11 den Raab besiegen. Das wäre Premiere. Das ist doch nie jemand in der ganzen TV-Karriere von Schlag den Raab. Das Signal ist noch nicht ertönt. Ja, was macht Raab denn bitte? Raab hat die Nudel in der Hand. Okay. Beide unglaublich konzentriert. Die könnte jetzt nichts aus der Ruhe bringen. Aber wer hat die längere Hälfte? Fred hat die längere Hälfte. Spaghettis. Punkt für dich. Ganz einfach, ganz locker. Es geht weiter. Raab absolut blamabel. Das ist nicht sein Spiel, das muss man ganz ehrlich sagen. Und Raab fällt die Nudel aus der Hand! Du hast den größeren Teil. Raab verliert! Ja, das war spannend. Alle Zuschauer und alle Spaghettis sind sehr beeindruckt. Wie können Spaghettis beeindruckt sein an dieser Frage? Ja, an dieser Stelle. Die Frage, ja, Gätchen, ja, muss man ehrlich mal fragen dürfen. Wer ist auch hinten? Wer ist vorne? Es ist tatsächlich ein Matchballspiel. Ich fass das nicht. Entscheidungsspiel, meine Damen und Herren. Der Matchball hinzuschreiben wäre auch zu einfach gewesen. Okay, Raab, ganz ehrlich, Raab, sehr schön, danke für diese 500.000 Euro. Jetzt müsst ihr mal... So. Ich glaube, man muss eine Antwort auswählen aus der Liste, nehme ich mal an. Ich glaube nicht, dass man selber was eingeben muss.
Okay, muss es doch selber eindrücken. Eingeben. 32, meine Güte. Okay. Da auf okay hin. Da unten rechts, Mensch! Eine präzise und richtige Antwort. Wahnsinn. Wer wird die nächste Runde gewinnen? Okay. Ja, okay, 40. Das kannst du auch selber rechnen. Da brauchst du mich nicht zu, ey. Neue Runde. Wenn jetzt 270 mal 888 steht oder so, dann vielleicht. Aber sonst, ja, 144. Ganz locker. Ganz sicher, ganz mit links, ja. 104. Nein! Weil, nein! Er vergisst die 4. Er vergisst die 4. 144. Nein! Rat, grinst er ja. Er weiß, der Punkt, der hat er sich verdient. Ich sag dir jetzt gar nichts zu, ehrlich mal. Fried, raten oder gewusst, es stimmt. Natürlich gewusst, Herr Gätchen, nicht geraten. Mensch. Unfassbar. Nein! Man sieht das! Man soll das! Richtige Antwort! Diese Quadrataufgabe, die war schön, aber doch nicht so weit. Okay, wir lassen Raab jetzt mal. Wir lassen ihm diesen Punkt. Mal schauen, ob er jetzt auf 103 kommt. Ich bin gespannt. So. Raab möchte nicht buzzern. Raab ist sich nicht sicher an dieser Stelle. Okay, was sagt er? Stimmt! Und Raab hat den Punkt! Ich fasse es nicht, ja? Weitermachen? Unfassbar, meine Damen und Herren. Ihr müsst. Aber Fried ist sich. Nicht, dass er sich zu sicher wird. Er lässt Raab machen. 52 ist die Antwort an dieser Stelle, aber er buzzert nicht. Komm, Fried, sag Raab doch bitte, dass 52 die Antwort ist. Jawohl. Damit hätte ich nicht gerechnet. Okay. Er pokert natürlich drauf, dass Raab falsch antwortet. Wieder die 144 wäre die Antwort. Und 144 ist die Antwort. Und damit hat Fried gewonnen. Ab jetzt wird man dich zu Hause den lebenden Taschenrechner nennen. Der lebende Taschenrechner, Herr Gätchen. Vielen Dank für dieses Kompliment. Weil ich 71 plus 9 rechnen konnte. Wie vielen sieht Dank. Denn der Zwischenstand aus? Der Zwischenstand, das war's. Stefan, eine Blamage. Der ewige Sieger hat verloren. Gratulation an unseren Kandidaten. Wie hat Raab das nur gemacht? Mit 4 Punkten. Mit 4 Punkten hat er sich blamiert hier. Ja, einerseits 66-0 gewinnen, ja, aber dann hier nichts reißen oder was, ey. 1 Million, 2 500.000er Koffer müssten es sein. Wahnsinn. Give me one moment in time. Eine weitere spannende Show geht zu Ende. Ich hoffe, Sie hatten Spaß. Ich hatte Okay, ich lass. Ja, so, meine Damen und Herren, ja. Ihr Stefan fickt in der Kommentatorenkabine, verabschiedet sich. Es war ein absolut unspannender Abend. Raab hat sich blamiert, bis auf seine blanken Knochen, die unter 500 Meter Fett vergraben sind. Ja, so. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und Raab ist geknickt. Raab ist geknickt wie die Spaghetti aus Spiel 10. Das ist unfassbar, meine Damen und Herren. Ich verabschiede mich, ja. Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei der nächsten Aufgabe von Schlag den Fink, wenn dann vielleicht ich spiele und wir einen anderen Kommentator haben, ja. Ich freue mich schon drauf, ja. So, willst du noch was sagen an dieser Stelle? Sag mal, komm, pust das Mikrofon. Und das war's. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns wieder in einem Monat einfach. Oder einfach morgen. Ich weiß es nicht, meine Damen und Herren. Schlag den Fink. Morgen geht's weiter. Und ciao.